Ich muss erstmal meine neue Schrotflinte, Ja. mein Raketengeschützturm ausprobieren, die 500 Mal sehen, Kilo aber Bombe. wenn hast du dir das Raketengeschütz geholt? Ja. Das Einzige, was ich mir jetzt vorstellen, was zum Problem wird, ich habe jetzt so zwei riesige Sachen mir geholt, die 500 Kilo Bombe und den Orbitallaser. Ja. Das Problem ist, die kann man nicht so oft einsetzen. Das wird jetzt. Ja. Das könnte zum Problem werden, wenn man mehrere so kleinere Sachen treffen, mehrere. Ja, kommt darauf an, was man spielt, ne? Diese riesen Mega-Dinger wirst du bestimmt nicht bei den Insekten brauchen, zum Beispiel, sondern eher bei den Ja, Robotern. das stimmt. Raketengeschütz plane ich eigentlich auch nur bei den Robotern einzusetzen. Bei den Käfern wahrscheinlich eher das normale wieder. Macht aber auch Sinn, wenn du zum Beispiel eine Waffe hast, die, weiß ich nicht, mittlere Panzerung durchdringen kann, dass die schlechtere Werte hat, ey. Ja. Ich meine, brauchte ich für gepanzerte, für diese einen, da sind ja diese kleinen gepanzerten Insekten, da brauchte ich das, die hast du irgendwie immer mit deinem Maschinengewehr erledigt. Brauchte ich immer meine Sniper für die, jetzt kann ich die mit meiner Privärwaffe erledigen. Ja, hier ist Boss. Ja, Boss? das ist ein Was seid Outlast, ihr für was ich hier Typen? vor. Ihr Typen schon wieder. Aber. Oh Gott! Was? Ja, hier geht mir gerade ein bisschen zu viel ab. Der hat einen riesigen Feuerstrahl auf mich gemacht. Ey, der hat schon wieder. Ah! Sehe hier nur noch Feuer. Gott. Oh Gott! Oh, er kommt auf mich zugestimmt mit Feuer. Gott, der hält aber ganz schön viel aus, ey. Ich hab keine Tränke mehr, ey. Was? Ich werde die ganze Zeit von so einer riesigen Feuer. Der spuckt die ganze. Ich kämpfe Wir sollen aber beide auf den gleichen gehen. hier. Ich werde ja nicht Oh. gegen Judah kämpfen. Ich kämpfe hier gegen so einen mit so einer Armbrust auf dem Rücken, oder Ja, ich was? auch. Ja. Okay, ich habe ihn gekillt. Ja, der, du machst die ganze Zeit so einen riesigen Feuerstoß, ey. Boah. So, wo bist du da? Okay, So, gut, da dann war's. bist du. Okay. Ich weiß nicht, der hat mir übelst viel Schaden gemacht. Der hat so ein riesiges Flammenmeer hat der ausgeatmet, ey. Ja, Der das hat habe ich auch übelst Schaden gemacht. gesehen. Der hat übelst Schaden gemacht, ey. Okay, das war ja relativ schnell fertig. Cool. Der hätte sowas von schief gehen können, ey. Nichts drinne. Es wurde schon angekündigt, dass der noch ein dritter Teil von Doom kommt. Ja. Oh. Mal sehen. Yes. Das ist der Typ, der hier die Planeten der Affe-Filme macht. Der macht den Zelda-Film. Was? Was ist ja nichts davon? Ja, ein Zelda-Film macht der. Okay, da war das ein Ding. Ja, gibt noch keinen Trailer oder so, aber da sind schon Gerüchte rumgeflogen. Die Leute versuchen dem schon Informationen zu entlocken. IGN versucht den auszuquetschen. Was ist ihr Lieblings-Zelda-Spiel? Als Referenz halt fragen die denen das, was für ein Film, worum es in den Film gehen würde. Ist immer noch drin. Okay. Ich bin immer noch hier drin. Muss schon sagen. Ist noch nichts Tut mir mehr. leid. Also, ich hole mir erstmal auf Level 20, hole ich mir erstmal die Railgun. Doch, ich weiß noch nicht. Ja. Müssen wir meine Es gibt Schrotflinte ausprobieren. einige gute Sachen, die schwere Panzerung durchdringen kann. Na, ist bei dir ja nichts. Ne, ich bin ja gestorben. Glaube ich. Was? Am Anfang bin ich ja gestorben, glaube ich. Ja? Da weiß ich nicht, hier ist jedenfalls nichts bei mir. So. Exaltierter Streitkolben. Okay. Oh. Ja, mit dem Leveln scheint ja relativ schnell zu gehen in Helldivers, was habe ich so ein Gefühl. Ich glaube, man macht immer 1500 Erfahrungspunkte, oder? Je höher der Schwierigkeitsgrad, desto mehr Erfahrungspunkte kriegen wir, ne? Ja. Das heißt,
Letztendlich werden wir schneller leveln. Ja, aber auch schwer sollten wir noch nicht gehen. Da kommen wahrscheinlich noch mehr gepanzerte Einheiten. Naja. Ihr werdet ja immer häufiger jetzt hier, die Hulks und die Stürmer, die kommen ja jetzt immer häufiger hier, weil wir auf Anspruchsvoll spielen. Auch schwer, die werden immer häufiger kommen, je höher der Schwierigkeitsgrad. Naja. Wundert mich, dass wir bis jetzt noch gegen keinen Titan gekämpft haben, ey. Das ist ein Heizgeber. Was ist das denn? Ja, kommen ja wieder neue Gegner. Ja, wieder so ein Knochenhaufen oder so. Ja, das ist auch so nie. Ach, wir müssen auch hier Gegner erledigen, sehe ich gerade. Also, okay. Ne, ist irgendwie so ein leeres Gebiet irgendwie, wo die Gegner ja mal rausfahren. Ja, okay, ja, ich sehe. Das Kletter rennen alle weg. Ich sehe so ein Haufen Gegner, den hinterher rennen, ey. Also wir müssen hier noch überleben, nehme ich an. Oder Wellen erledigen, steht da, 13 Wellen. Okay. Gehen wir den Schrein. Aber ja, jetzt können wir weitergehen. Ja, aber schon irgendwie klar, dass die einen Zelda-Film machen. Die haben einen Sonic-Film gemacht. Ja, ja. Die haben Mario-Film gemacht. Der Zelda kommt, der war irgendwie klar. Und dann kommt der Fire Emblem-Film. Das Spiel, das keiner kennt. Hervorragend. Davon gab es mal in den 90ern, glaube ich, eine Anime. Ja, kann gut sein, ja. Ja, aber die wurde abgesetzt nach 2 Folgen. Ja, das frag ich nur wieso. Die war irgendwie, ich glaube, die basierte auf Fire Emblem 1. Die war nicht gut, also die war, ja, die war, die Leute tun die auch andauernd immer Meme irgendwie. Alles klar. Also, war nicht so gut, so was ich gesehen habe. So. Hm, was ist das hier? Chance auf Unterkühlung. Ja, ich komme gar nicht da rein. In der Portal. Und schon die ganzen Gegenstände hier. Ist es zu fett oder was? Ne, die ganzen Gegenstände sind. Unhöflich. Die ganzen Gegenstände sind da irgendwie. Der Portal ich am Block hier. Ja, Daniel, ganz ruhig. Unhöflich, ey. Ja. Ich kann da nicht mit. Oh. Da mach ich. Ich mach mir mein eigenes Portal auf. So. Also doch. Meins ist sowieso cooler, meins ist grün. Das ist ein Portal, meinst du, wolltest du hier in das Portal, das ich geöffnet habe oder was? Ja, so ein blaues Portal irgendwie war da. Ja, das ist meins, das habe ich aus Versehen geöffnet. Ja, ich kann auch trotzdem da durchgehen, oder? Du weißt doch gar nicht, wo das hinführt, du Klo. Da ist so. Ein Arena-Schlüssel gefällt. Oh, sehr gut. So, weiter geht's. Exaltierte Streitkolben. So, was sind die Dinger? Einzigartiger oder Sets? Okay. Ich glaube, wir werden ja coole Sachen bekommen. In den nächsten beiden Dingern. Das bedeutet irgendwie gar nicht. Weil nicht. Die Belohnung war irgendwie regenbogenfarbig. Und die sind jetzt lila. Hat man, glaube ich, noch nicht. Coole Sachen hat wäre bis jetzt hier noch nie irgendwie. Okay. Boah. Oh, da ist ein Boss schon direkt. Boah. Oh Gott. No. Okay, ich glaube, die Questmarker sind besoffen. Die bewegen sich die ganze Zeit. Vielleicht bewegen sich dann das Objekt, das bewegt sich gleich. Also. Was ist das denn, ey? Hier ist so ein Ring auf Feuer, der sich irgendwie bewegt, was? Ja, ja. Hier ist auch immer irgendwo Feuer. Schwamm der Beherrschung. Ja, das ist irgendwie so ein Beyblade, der das sich ausfährt und wieder rein. Keine Ahnung, wie das da ist. Was zum Teufel? Oh Gott. Ah!
Nein, nicht schon wieder sterben, Leute. Er hat was mir noch nicht fallen gelassen. Ja, bei mir auch. Ein Schwert. So, kann ich nicht gebrauchen. Wann soll ich denn mit dem Schwert? Soll ich damit zuhauen oder was? Mit der Lebensmühle. Ja. Ah, verdammt! Nein! Wo ist er schon wieder tot? Ja. Willst du denn keine Belohnungen haben, Jana? Oh Gott, der Magier verfolgt mich die ganze Zeit. Aua! Aua, aua! Aua! Ich hoffe mir, Pfeile in sich zu schießen. Das ist eins deiner Viecher tot, ey. Was? Der liegt hier. Der stirbt, das ist ein Vogel, der stirbt. Die Arme sind da tot. Oh Gott. Oh Gott. Ich verbiete mich mal ein bisschen. Ah ja, mein Vogel ist tot. Ich hab schon gedacht, warum könnt ihr kein Blitz? Na Leute, lasst mich mal ganz kurz hier. Lasst mich mal ganz kurz hier. Lasst mich mal ganz kurz hier. So, du kannst du mal fighten, Kollege. So, okay, mein Vogel ist am Leben. Ich sehe noch Blitze. So, du verreck. Ah! Warte, gut, ich kann mich einfach heilen. Tornado schon wieder. Ich glaub, trifft er mich mit diesen langsamen Dingen die ganze Zeit. Nein, ich schon wieder. Ding bewegt sich so langsam. Meine Güte. What? Ja, ich kann. Hast du nicht gerade gelehrt, der Metall? Nein, das ist nicht zu hart zum Aufheben. Oh. Das wird mir auf der Karte sogar angezeigt, das rote Symbol, aber ich kann da steht nicht, keine Option zum Aufheben. Okay, bei mir ist da nichts. Ja, das ist mir schon klar, ey. Das wird halt eine Mal, dass die Truhe, die innerhalb von den Truhe da nicht aufgeben konnte. Oh Gott, verdammt auf Tabea. Kriegst du denn keine Belohnung, danke? Warte, komm her. All meine Würfel, los geht's. Ja, gut. Mein Gott, ich kann meine ganzen Viecher jetzt hier beschwören, ohne dass die sich im Weg kommen. Ausgezeichnet. So. Ja, na, schon wieder so einer. Meine Güte. Oh, so, okay. Da ging das schon. Ich kann nicht. Oh Mann. Oh Leute. Helft mir hier. Kommt hier hin, Gefäß. Bitte was? Au! Nein. Na. Wer will da hier? Autsch. Boah, ich bin tot. Nein.
Oh mein Gott. Hat er sich gerade geheilt oder war wieder ein zweiter? Was ist ja auf einmal los, Mann? Ja, ja, und wie viel sind denn das denn noch von den Siegern? Aua. Da. Okay. So. Ding ist aber noch nicht voll bei mir. Ja, bei mir wird da gar nicht mehr angezeigt. Jetzt habe ich wieder erst wieder ein paar erledigen. Und top, hier geblieben. Oh mein Gott, die Geräusche. Oh mein Gott, was sind das für Geräusche, ey? Ich höre einfach nur so wie Eisen aufeinander draufhämmert irgendwie. Oh Gott, jetzt ist schon wieder. Ich schon wieder die Kacke am Dampfen. Ha? Aha. So, dich vielleicht. So. Jetzt dich. Nein, meine Krähe. Warum kannst du nicht mal überleben, Kollege? Er hat nur eine kleine Krähe, Daniel. Ja und? Was soll denn das heißen, der Unterschied, Lela? Oh, neuer Panzer. Boom, Lela. Warum ist denn der in der Mitte und das Ding ist unten, was? So, ist das stärker? So, das ist genau das gleiche, was ich jetzt habe. Nur ein bisschen stärker, ausgezeichnet. Ja, damit. Ausgezeichnet. Oh, Geld. Okay, also ich brauche noch zwei, ich brauche noch ein Ding hier. Oh. So, bei mir ist das Ding voll. Ja, bei mir ist auch. Na dann raus hier. Putsch. Blubber. Superblubber. Superblubber. Oh, schon wieder. Superblubber. Superblubber. Yes. Okay. Damit sieht es noch mehr aus wie ein Baba. Das ist ehrlich, ich habe einen Premier-Film. Ein was? Ich habe einen Primalist-Helm. Der so eine Wolfsbedeckung ist das. In lila? Ne, der ist Stufe 7. Ja. Ui. Okay. So. Geschickte Sichelaxt des Wiedergängers. Dann gehen wir mal hier rein für einzigartige oder Set Stab Zepter. Noch weiter überlegen. Laden herbstlicher Hain. Wie romantisch. Das ist ein Herbst romantisch. Der Hain. Ich weiß auch gar nicht, was der heißt. So, oh, ist das schön, ja. Ja, jetzt der Zeit des Todes. Oh, ein Golem. Ja. Oh nein, die haben schon ja weiße Kreise. In denen hier sind Kronen geflogen. Was ist das? Was ist dieser Feuerring, der hier am Abspacken ist? Ja, du bist das, ne? Ich weiß nicht, wovon du redest.
Der hat sich voll betrunken hier durch die Gegend bewegt. Ich glaube nicht, dass ich das war. Ich habe keine Feuerringe. Das. Oh Gott. Kam der angerannt, ey. Der kommt ganz langsam auf uns. Aua! Weil ich so angerannt bin. Ich war mich gerade am Kratzen, da kann die Kreise des Todes. Genau die. Die haben Stun-Effekte, weil ich das sehe. Was ist ein Feuerkreis? Was ist das? Oh. Aggressiv kommen wir auf einen zugestürmt, ey. Das ist eine Reifriese. Gott. Nein, warte, warum laufe ich nach oben? Ich drücke nach oben. Autsch. Nein, da ist ein Feuerkreis, oder? Mal. Ja. Ja, wir müssen rennen. Oh, Jürg. Ich bin hier raus. Ey, der versucht mich die ganze Zeit in die Holle da rein zu. Okay, gib mir das mal kurz. Ich schieße. Oh, Gott. So, oh, nice, Käfer ausgezeichnet. Okay. Wir haben auch Eiskätzchen. Ja. Oh Gott, die kopieren einfach alles, was wir machen. Oder wir sind wir, die sie kopieren. Ja, irgendwie schon. Ja, müssen wir kaputt machen. Hallo, rein da, Leute. Drin? Yeah. Das sieht so sanft und friedlich aus irgendwie. Nein. Dieses Feuer. Alles klar. Oh nein, mein Golem ist tot. What? Wer tankt denn jetzt hier unser ganzes Zeug? Nehmen wir an, der ist am tanken. Ja, der zieht die Aufmerksamkeit auf sich, je größer der wird, ne? Desto mehr wollen Leute ihn angreifen, weil die eifersüchtig sind. Das ist immer mit den kleinen Leuten, die wollen immer so wie die Großen sein. Ja, Daniel. Ja, ja. Ich meine, ja. Ich nehme an, das ist so. Ja, weiß ich auch nicht. Ist das Tiger, hat sich gefallen.
Ja. Was wollt ihr? Geht weg. Auch fragt ihr ja nicht. Nein. War ja schon fast fertig hier. Jetzt kriegst du keinen seltenen Stab am Ende. Ja, ich kann mir das jetzt schon holen. What? Ja, ich kann mir das jetzt schon. Hat er trotzdem noch bekommen? Ja, und jetzt geht ja wieder ins Portal. Okay, ich nehme an, wenn er das Echo abschließt, bevor du stirbst, dann kriegst du das. Ich habe mich da schon mal bedient. Ja. Ich muss noch zwei, drei hier. Das große Inferno, erkennt man dich. Den Pokémon verstecken, aber nicht so ein Gesicht. Das ist etwas, was man wirklich selten sieht. Dein Kopf ist ein Wunder der Biologie. So eine wie deine, so eine wie deine. Wie deine sah man hier noch nie. Er war schon Millionär, bevor der Dragon Ball überhaupt gemacht hat, ey. In der Serie. Ja, klar. Ja, klar. Muss ich ja mal vorstellen, ey. Das ist genial, ne? So, jetzt nochmal 34. Ich meine, die Serien kreuzen sich ja auch, ey. Naja. Dragon Ball war Son Goku, hat der Arali getroffen und den Dr. Slump hat er auch Arali getroffen. Ja, ja. Ich weiß, die Folgen habe ich gesehen. So, hier ist ein einzigartiges Zepter. Mehr Feuerschaden bei Gegnern, die von Flammenwehr betroffen sind. Ist das nicht was für dich? Ja, nicht. Also Flammenwehr. Hast du nicht den gleichen Stab bekommen? Ich weiß ja nicht mal, wo du gerade. Also ich habe nicht einen Stab bekommen. Hab. Ich glaube nicht. Schaden. Betäubungschance. Erhöht Giftschaden, Diener Giftschaden. Betäubungsdauer für den Schaden. Das sind eigentlich schon gute Sachen. Im Kopf ist ein Wunder der Geologie. Die größte Rübe der Galaxie. So wie dein, so wie einen. Die anderen Openings danach sind nicht so gut, ja. Ich kenne die gar nicht. Ja, dann ich wusste gar nicht, dass es da von anderen Openings überhaupt gibt. Ja, ja, gibt es. So, hast du den Zepter? Ich habe keinen Zepter gekriegt, Daniel. Dann nimm das hier. Guck dir mal an. Nein, nicht Portal. Wahrscheinlich, dass ich das benutzen werde, aber okay. Ja, wir gucken. Und jetzt ab in den. Warum habe ich das denn noch weg damit? Geschenk halten. Was soll ich denn damit? Danke. Yes. Du bist ein Primalist, das ist was für Primalisten. Ja. Also blau. So ein Zeug fasse ich doch gar nicht mehr an. So, da oben gibt es einen Set-Gegenstand. Grün. So, wir können auch, wir können die Quest hier machen an dem Ding. Agentum Spitze, kommt da wieder so ein Super Boss. Besiege den Gottjäger Agentus und erobere die Lanze von Herod. Zack. Alles klar. Oh nein. Wenn ich sonst nichts ist. Kein Ding, machen wir.
schon geschehen. Nein, Johnny, mach das nicht. Ja, Scheinwerfer. Oh, ey, das könnte nervig werden. Oh Gott, was ist denn hier für eine Lichtsäule? Alec? Ich glaube, das wird nichts. Ja, wo soll man denn da ausweichen, Leute? Chill doch mal. Mir passiert gerade so viel. Daniel. Ja, ja. Einfach in Bewegung bleiben, einfach in Bewegung bleiben. Wow. Ja, und wir haben unseren Diener, der klopft sich die ganze Zeit mit denen. Ja, ja. So, 67%. Boah. Ich hab das Gefühl, ich sterbe davor, sobald mich irgendwo so ein Scheiß von dem Zeug da streift. Na, die Hälfte haben wir schon. Das ist even my finest form. Jetzt sind wir schon unter der Hälfte. Oh Gott, jetzt ruft ja auch noch Gegner hier. Nein. Wo ist der denn jetzt? Ich hab hier gerade voll den Überblick verloren. Hier sind lauter Gegner. Ja, wir müssen erstmal die erledigen. Ah. Das ist wie so Scheinwerfer, ey. Ich bin tot. Nein. Lass mich doch nicht allein mit dem Zeug hier. Ah. Warum hänge ich da fest? Da könnt ihr mal wieder euren Chef holen. Kaffee geht die ganze Zeit am Mana zum Heilen aus. Kommt der auch mal wieder jetzt zurück irgendwann? Nur noch ein Gegner übrig oder so. Kollege, bitte. Ist er halt nicht, der ist ziemlich groß und kann brennen. Ja. Selber doch. Oh, der hat nur 48%, ey. 68? 48. Okay, ich wollte schon sagen, ey. 45. Oh. Ja. Fällt ein bisschen dauern, falls was ich den schaffe. Ich habe einen strikten Zeitplan, Junge. Ah. Oh Gott, das hat Schaden gemacht. Ey. Ich glaube an dich, Daniel. Ich glaube daran, dass du nicht umsonst geboren bist. Oh Gott, was ist das? Da war neu, glaube ich. Die Scheinwerfer scheinen auf dich. Nein, er ist alles. Was war das für eine richtige Explosion? Na, meine Krähe. Steh wieder auf, du Stück. Oh, 24. Los, komm du Stück, oh mein Gott. Au. Na komm. Das ist ein... Oh, ich habe keine Tränke mehr, sehe ich gerade. Nein.
Komm schon. Ja, so gut wie tot. Also leicht. Na, oh, geh kaputt. Oh Gott. Ah. Ja. Ah. Sehr gut, Daniel. Okay, was haben wir hier? Was macht der Daniel sich mal nützlich? Ich will wieder so Auswahl zwischen so Segen. Ja, ich habe aber wieder irgendeinen Schatz. Stiefelbeutechance. Erhöhte Ringbeutechance, erhöhte Amulettbeutechance. Naja. Mal Handschuhe Beutsch. Schlüssel zum temporären Sanktum. Okay. Was haben wir hier noch? Oh, temporären Sanktum. Nein, ich habe alles verpasst. Nein. War nicht alles, die Hälfte. So, was haben wir hier? Was ist das hier? Zerborstene Fragmente, zerborstenen Lanze. Nicht so gut. Da war ja so eine Serie am Laufen, Shogun. Ja, ja. Da sagen die Leute, das ist alles, was Gott, Game of Thrones hätte sein können oder sein sollen. Oh, Erfahrungspunkte. Also, die ist ziemlich gut angekommen, die Serie. Das ist anscheinend eine Neuverfilmung, nicht Verfilmung, ist ja keine Film, aber eine Neuauflage von einer ganz alten Shogun-Serie. Okay. Jetzt kommen wir wieder zum nächsten. Oder sollen wir den Cthulhu mal probieren? Ja, können wir auch machen. Meine Daniel hat jetzt den Boss alleine erledigt, ne? Er ist jetzt soweit. Er ist auserwählt. Wo sind denn nochmal? Wenn ich jetzt wüsste, wo der ist. Ich weiß, wir müssen dann noch irgendwie so irgendwo da reinrennen die ganze Zeit. Ja, wir rennen rein und schreien Harakiri. Na, da ist das. Boah, warum ist denn da nirgendwo... Ja, das hatten wir beim letzten Mal schon die Frage, damit wir laufen. Da. Oh. Laufen lassen, laufen lassen, laufen lassen. P, P, was kommt nach P? Der weiß sofort, wovon ich muss den Hahn dran blocken, dann wird die Hose tropfen. Ja, machen wir schnell, aber ja durchbrezeln. Ich nehme nochmal einen Gegner. Da wir jetzt mal Erfahrungspunkte bekommen hier für unsere Skills. Ja, da hat sich fast gar nichts geändert. Hier geht's gar nicht weiter, sich gerade. Cthulhu, willkommen. Hier war aus dem Weg kaputt. Ich weiß, ob wir die andere Frau da besiegen. Naja, auch noch, ey. Wow. Ach, Daniel, du hast doch gerade ein Abenteuer alleine geschafft, ey. Was ist da eigentlich? Da kann man auch nicht rüber, Mann. Ich hab den einfach, mit dem Blitzer schlagen. Ist der da auf der anderen Seite war. Aber machen das immer noch so viel Schaden. Die leveln mit uns, Daniel. Mein Gott, wie viele Gegner sind hier? Man wird ja gepatcht, oder? Ja, das Spiel gebufft, als wir nicht hingesehen haben. Oh Gott.
Ja, aber die halten nicht viel aus, die Gegner, ja. Nee. Nom 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 nom. Wow, 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 wow. Bist du jetzt Pac-Man oder? So stelle ich mir halt vor, wenn mein Raptor frisst. Alles klar, ey. Hört sich mehr bei Fütterungszeit bei dir zu Hause an, ey. Ja, da haben wir eben noch Stück. Das, mein Hunter Sohn ist schon wieder im Pac-Man-Mode. Ich weiß nicht, was das heißen soll. Da wird man den Daniel einfach nur wieder da so vorbeischwebt und so Geräusche macht. Wow. Ja. Ja. Das ist bestimmt alles meine Schuld, dass der Cthulhu nicht schaffen. Wenn du was sagst. Ich meine. Ich meine, du hast es gesagt, nicht ich, ne? Ja, aber das ist das, was du denkst. Genau den da, genau den machen wir heute fertig. Sticht in meinem Feind ins Auge. Mein Vogel fliegt da einfach rein. Okay. Hier ist einfach ein einzigartiger Gegenstand gedroppt. Das ist klar. Gift dem Geist, Tod für das Herz. Alles klar. Vielleicht gehen wir noch ein Level Up auf dem Weg dahin. Also ich vielleicht. Ich nicht. Mir aus dem Weg. Ich bin Papyrus mit dem Schwert des Horus. Kennst du das, kanntest du die Serie dann? Das ist so eine Zeichentrickserie gewesen, ja? Im Ägypten war das so eine Zeichentrickserie. Ich glaube ja. Das ist eine sehr alte Zeichentrickserie gewesen. Ja, ja, ja. Der hatte das, das war so ein einfacher Fischerjunge, der hatte das Schwert des Horus gezogen. Okay. Kann ich dir mal später was von zeigen. Ist halt so ein Typ in so einer Hängematte? Ja, ich glaube, der ist immer in so einer Hängematte gewesen. Ich hab mich letztens an diese Serie erinnert und hab mich gefragt, boah, was ist das nochmal für eine Serie? Die hieß Papyrus, glaube ich. Oh, danke schön. Ich hab mir irgendwie voll den Kopf zerbrochen. Der hat so ein komisches, zackiges, goldenes Schwert gehabt, der. Ja, der hat so ein blaues Top angehabt, glaube ich, ne? Ich glaube. Ne, okay, dann ist das was anderes. Daniel, das ist ein Ägypter gewesen, der hatte nie irgendein Oberteil an. Was? Dann denke ich, boah, verdammt, Rätsel war halt immer noch. Da gab es auch so einen Typen, der immer in so eine Hängematte irgendwie gechillt hatte. Papyrus. Papyrus, Zeichentrick. Na, das hat er nicht. Ich weiß nicht, wie man das schreibt, dann. Also. Ja, ja, die Serie, die kenne ich. Ja, der kommt mir bekannt vor. Okay. Ja, okay. Aber die, an die ich denke, irgendwie fällt mir der Name nicht mehr. Da war so ein Typ, der hat so ein. War der griechisch oder irgendwie sowas? Ich weiß es nicht irgendwie. Das sagt mir jetzt nichts. Also, das ist so ein Typ, der hat immer in so einer Hängematte gechillt. Ich glaube, der hat bei seiner Mutter gelebt, hat, glaube ich, noch einen kleinen Bruder gehabt oder so, glaube ich. Okay, das sagt mir überhaupt. Ich weiß nicht. Der die ganze Zeit nur gefaulenzt, ich weiß nicht mehr. Ich bin schon voll auf den Kopf darüber zerbrochen, wie die Serie heißt, ey. Kannst ja mal irgendwie gucken, die Zeichentrickserie in der 90er oder sowas. Ja, ja. Oh ja, Papyrus hat, also ich habe die Serie jetzt nicht geguckt, aber kommt mir auf jeden Fall bekannt vor.
Ja, ich habe die geguckt, ja. Das war auch eine, die sehr oft die Animationen wiederholt hat, ja. Also. Ah, so was lebe ich ja. Ich glaube, die kleinen Bären. Aber die haben öfter das selber gehört. Ist halt alt und billig gewesen. Also. Hm. Ja, denke, Papyrus, das Schwert des Horus ist nur so stark wie dein eigener Mut. Ich habe jetzt gedacht, du redest hier von der Herkules Zeichentrickserie damals. Nee, nee, ich weiß auch, wie Herkules heißt, aber. Also die tun wir jetzt immer wegschmelzen. Ja, ja. Wir hätten noch Erfahrungspunkte. Ja, wir nehmen dem reichen. Ne. Aber bringt mich ja bei noch im Tod noch um. Lagan ist unpredictable. I was trying to protect him. Ja, der ist unpredictable, alles klar. Alles klar, Lady, wir gehen dann schon mal. Dann hoffe ich mal noch mal reden. Die hat gerade ihre Phase, lass die. So. Na los. Ja, Daniel macht jetzt den Alleingang fertig. Ja, ich kann mich jetzt heilen mit meinen Companions, gell? Also hoffentlich, wenn er mich nicht one-shottet. So, gehst du auch mit rein oder willst du wieder ja warten? Ja, ich kann. Oh, nicht so schnell. Ja, jetzt sind wieder die Hälfte meiner Viecher draußen. Ja, die Hälfte meiner Tiere sind schon wieder draußen. Boah. Also wir müssen das Ding ergreifen. Ah. Ja, ich kann mich trotzdem heilen. Der Golem ist auch draußen, der rastet da draußen voll aus, ey. Ja, ich bin tot. Was? Ah. Ich nehme hier irgendwie kaum Schaden, ey. Na, dann schaffst aber du ihn. Ich mach kaum Schaden, ganz ehrlich. Ah. Mein Golem rastet übelst aus da draußen, ey. Ich glaube, ich sollte noch nicht meine Viecher hier beschwören. Ich sollte die erst beschwören, wenn ich hier hereingehe. Warum macht ihr mir so wenig Schaden, Alter? Irgendwas ist hier doch. Oh, jetzt hat er mich gekillt, ja, war ja klar. Ja, ja, dieser Wasserschlag hat bei mir so viel Schaden gemacht. Nee, der Kreis des Todes hat mich gewonshottet. Ja, mich hat den seinen Wasserstrahl fertig gemacht. Er hat mir irgendwie gar keinen Schaden gemacht, der war merkwürdig. Aber das ist gar kein Schaden, aber nicht mal annähernd so viel vorher. Oh, ich kann doch einfach meine Tiere da reinsteuern, bevor ich da reingehe. Oh, jetzt kann ich schon wieder nicht rufen, nee, boah. So, okay, an meinen Krähen liegt das hier immer mit den boah. Ich meine Krähen irgendwie zu früh. Ah. So kann ich jetzt nicht das Gebiet wechseln. Leute, das jetzt schon wieder. Hm. Hallo? Warte, ich gehe da rein, kannst du das mir. Gebiet nicht wechseln. Boah. Ja, teleportiere ich zu mir oder so. Ach. Oh, ich bin drüben. Ich bin im Ladebild. Ja. Warum kann ich jetzt schon wieder nicht? Meine Güte, Leute. Ich muss jetzt erstmal meine Viecher oben. Ja. Ja, und ich muss meine Dinger da reinschicken, bevor ich da hingehe. Mach ich vielleicht auch. Ja, irgendwas fehlt. Golem, der ist da draußen voll ausgerastet, der. Komische weiße Kreisin, der da ruft, der tut mich immer noch one-shotten, das gibt's nicht, ja. Boah. Okay. Oh, warte. Okay. Sind wir hier? Okay. Oh mein Gott. Ah.
Genau, der Angriff hat mich gewonshottet vorhin. Ich hatte ja weiße Kreis gewonshottet, den der gerufen hatte. No. Ja, ich bleib schön nah entfernt, ey. Du musst nur auf den seinen Kopf achten. Ah, da ist der Kreis. Ja. In seine Augen wurden rot, bevor er den gemacht hat. Ich dachte jetzt nur auf den seinen Kopf. Ich von dem überhaupt nicht, ey. Oh Gott, also. Okay, jetzt gehe ich nach rechts. Ich glaube, der macht den Kreis des Todes. Hab ich den Boss gerade herausgefunden. Der wechselt immer von links nach rechts, sehe ich gerade. Okay. Okay, geh nach links. Jetzt geht er nur nach rechts. Ist halt echt, wie man den Boss hier erledigt. Ich glaube, das ist echt, wie man den erledigen muss hier. Geh nach rechts, 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 rechts. Oh Gott. Darauf hätte es auch ein bisschen früher kommen können. Ja, ich glaube wieder nach links. Okay. Oh, wir sind beide hier. Oh, oh mein Gott. Oh Gott. Au, 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 au. Wir müssen die Tentakel zerstören, bitte. Ja. Das ist mein Raptor. Nice. Oh, lieber heilen, lieber heilen. Diese Wellen machen so viel Schaden. Ich weiß. Das, oh Gott, einer. Das hat mich beinahe gekillt, ey. Wie viele von diesen blöden Tentakeln hat er denn noch? Hier? Warte, die Wellen sind auch in einem Muster. Daniel. Ey. Ey, warum fallen uns die Sachen jetzt halt auf, ey? Ja. Oh Gott. Okay. Oh nein. Boah. Nach rechts, Daniel, nach rechts. Ja, ja. Der Kreis des Todes. Oh Gott. Na links, na links. Ah, ah. Nach rechts, nach rechts. Das gibt's jetzt nicht, ey. Ah. Ich dachte, du bist hier das Genie von uns, Daniel. Warum kommst du jetzt erst darauf, Junge? Ja. Mein Gott, der hat noch 20, komm. Jetzt mal kriegen wir den. Oh, oh, der kann nicht, nein! Oh Gott! Los, meine Viecher, macht das Ding kaputt. Oh mein Gott. Oh Gott, Kreis. Ich bin nach links. Kommt hier in meine Viecher, kommt hier. Ja. Ja. Oh. Nimm das. Nimm das. Nimm das. Oh mein Gott, Fortschritt. Finaler Boss geschafft. Ich bin bereit. Geben uns eine Lanze. Boom. Ja, damit. Was für ein zweitklassiger Gott. Was für ein zweitklassiger Gott. Ich gehe ja schon. Alles klar. So. Was cooles hier. Nee, nee. Ach, bist du denn jetzt hingegangen? Na durch? Ja. Okay. Okay, wollte schon sagen. Widerstände können negative Werte erreichen, was den erlittenen Schaden erhöht.
Ah, okay. Zum Glück habe ich den Rhythmus rausgefunden. Ja. Ja. Nein, du warst das. Ich weiß. Ach, ganz schön Treffervermeidung, ne? Okay. Jetzt können wir die Story wieder genießen. You're back. Oh hey. Returned without you. I grew worried. What happened? You met Lagon and oh, I only wish we could have won Liath's support. Did you have to kill her? Surely there must have been. Ich habe sie mehrmals als einmal gekillt. Next, we must find